Gut, willkommen zur zweiten Einheit Kickbox-Workout. Ja? Ich hoffe, ihr habt die erste Einheit schon gesehen. Ihr wisst also, wer ich bin und ich kann ein bisschen darauf vertrauen, dass ihr euch noch ein bisschen an die Techniken vom letzten Mal erinnert. Wir werden das auch wiederholen. Ja? Falls ihr es euch nicht gemerkt habt, kein Problem. Aber wenn ihr es noch wisst, umso besser. Ja? Was brauchen wir für die Einheit? Ihr braucht einfach nur euch, bequeme Sportklamotten, was zu trinken wäre gut, falls ihr eine Springschnur habt. Holt euch die Springschnur und Platz dafür und die Nachbarn unten drunter, die das tolerieren. Ansonsten geht es auch ohne. Was wir diesmal auch brauchen, ist ein Sessel oder eine Wand oder etwas anderes, an dem ihr euch anhalten könnt. Ja? Gut, fangen wir an mit Mobilisieren, wie immer. Ja? Kopf kreist, Nasenspitze bleibt vor dem Körper, Richtungswechsel. Schau nach links und nach rechts, als ob wir Nein sagen würden. Linkes Ohr zur linken Schulter, rechtes Ohr zur rechten Schulter. Schultern kreisen zurück. Abwechselnd zurück. Abwechselnd vor. Beide vor. Nehmen die Arme mit, große Kreise. Zurück. Abwechselnd zurück. Abwechselnd nach vor, wie beim Kraulschwimmen. Strecken die Arme zur Seite aus, kreisen die Ellbogen. Richtungswechsel. Und spezielle Challenge in unterschiedliche Richtungen. Wechsel. Wenn das jetzt nicht funktioniert, kein Problem. Ihr habt jetzt viel Zeit zu Hause zum Üben. Immer wieder mal durchgehen. Gut. Bringen einen Arm nach oben, lehnen uns leicht zur Seite, spüren hier einen Zug. Zur anderen Seite. Machen uns lang. Noch einmal. Genau. Wir mobilisieren die Wirbelsäule. Kamel und Katze. Kamel mit zwei Höckern und den Katzenbuckel. Das finde ich immer am entspannendsten. So. Gut. Bleiben mit den Hüften stabil, kleine Bewegungen aus dem Oberkörper. Bewegungen werden größer, Fuß dreht mit aus. Wir kreisen mit den Hüften. Wechseln die Seite. Stehen auf einem Bein, kreisen mit dem rechten Bein nach außen. Wechseln die Seite, kreisen mit dem linken Bein nach außen. Noch einmal Seitenwechsel, nach innen kreisen. Seitenwechsel. Gut. Beugen und strecken das Bein, beugen und strecken den Arm. Auf der anderen Seite. Hand- und Sprunggelenk kreist. Richtungswechsel. Seitenwechsel. Richtungswechsel. Gut. Das nächste, was wir machen. Kleinen Moment. Fersen heben. Ja. Wir stehen Schulter bis Hüft breit. Kommen hier auf die Ballen hoch, bringen die Fersen nach oben, setzen wieder ab. Warum machen wir das? Weil ich möchte, dass ihr euch an diese Fußposition gewöhnt. Die brauchen wir für einen Kick, den wir heute machen. Bei dem Kick habt ihr immer diese Fußposition im Kopf. Ja.
Nur schon mal als erste Übung, diese Fußposition brauchen wir nachher. Gut, jetzt werden wir uns ein bisschen aufwärmen. Ja, mobilisiert haben wir, sorry, ich bin schon warm, ich habe vorher schon eine Einheit gemacht. Ja, aber ihr seid noch nicht warm, deswegen werden wir uns jetzt erst aufwärmen. Das nächste, was wir machen, heißt Get Back Up. Ja, das heißt, alle Leute, die zuschauen, auf den Bauch legen und wieder aufstehen. Auf die linke Seite legen und wieder aufstehen. Auf die rechte Seite legen und wieder aufstehen. Auf den Rücken legen und wieder aufstehen. Liegestützposition. Wieder aufstehen. Gut, ich mache jetzt nicht alles mit, da ich schon warm bin. Ich lasse euch jetzt ein bisschen arbeiten. Als nächstes kommt die rechte Hand ans linke Knie. Ja, und jetzt bleibt die da. Ja, bei allem, was ihr jetzt macht, bleibt die rechte Hand ans linke Knie getackert. Ja. Trainer von mir sagt immer, wenn die Hand das Knie verlässt, stirbt irgendwo ein Hundewelpe. Ja, also dran lassen. Gut, auf den Bauch legen und wieder aufstehen. Hand am Knie lassen. Auf den Rücken legen und wieder aufstehen. Hand bleibt am Knie. Auf die linke Seite legen. Wieder aufstehen. Hand bleibt dran. Auf die rechte Seite legen. Wieder aufstehen. Gut. Liegestützposition. Wieder aufstehen. Ganz genau. Gut. Was wir auf der einen Seite gemacht haben, müssen wir natürlich auch auf der anderen Seite machen. Linke Hand kommt ans rechte Knie. Auf den Rücken legen. Was ich jetzt nicht machen kann wegen dem Mikro. Und wieder aufstehen. Auf die rechte Seite legen. Und wieder aufstehen. Auf die linke Seite legen. Wieder aufstehen. Liegestützposition. Und wieder aufstehen. Heißt Get Back Up. Also ihr müsst immer wieder hochkommen. Gut. Letzte Übung in dem Modus. Hände kommen an den Kopf. Ja. Auf den Rücken legen. Hände bleiben da. Wieder aufstehen. Ja, das müsst ihr jetzt ohne Hände lösen. Ganz genau. Auf den Bauch legen. Wieder aufstehen. Auf die linke Seite legen. Und wieder aufstehen. Auf die rechte Seite legen. Wieder aufstehen. Liegestützposition. Falls es Probleme gibt, dieses Problem zu lösen, so sollte das dann aussehen. Wieder aufstehen. Ohne Hände. Ganz genau. So, ich hoffe, ihr seid ein bisschen warm geworden. Ich war es schon vorher, deswegen habe ich mir heute ein bisschen was davon gespart. Schön, warm sind wir. Jetzt hole ich mir einen Sessel. Ihr könnt es an die Wand gehen, an einen Tisch, was auch immer stabil ist, um euch anzuhalten. Ich schnapp mir einen Sessel. Gut, was machen wir jetzt? Wir machen Beinschwünge. Ja, das heißt, wir dehnen uns ein bisschen, wir dehnen dynamisch vorm Training. Ja. Was möchte ich? Ich halte mich mit einer Hand an, ich mache Beinschwünge mit dem rechten Bein nach vorne. Ja. Ich bringe mein Bein langsam hoch, bis ich auf der Rückseite eine Dehnung spüre. Eine Dehnung, keinen Schmerz. Ja. Es geht mir jetzt um die Bewegung nach vorne, nicht um die Bewegung nach hinten. Ich brauche nicht wahnsinnig hohes Bein hier. Ja? Das ist hier nur zum Ausgleich, nur die Ausgleichsbewegung nach hinten. Ich will hier vorne in die Dehnung kommen. Ja? Wir machen 10 Wiederholungen. Bein wird langsam höher. Geht so hoch ihr könnt, dass ihr eine Dehnung spürt, aber keinen Schmerz. Bauch ist fest gespannt, ja? Hier hinten nicht ins Hohlkreuz fallen. Hier zieht der Bauch rein, spannt an, ja? Kontrolliert euren Rücken. Und als Trainerin kann ich wie immer nicht zählen, wir wechseln jetzt mal die Seite. Das Ganze auf der anderen Seite. Ja? Fangt es wieder niedrig an, werdet es langsam höher, spannt es euren Bauch an, kontrolliert es die Bewegung, kommt es auf eure Maximalhöhe. Gut, das waren war die Oberschenkelrückseite. Jetzt kommen wir zu den Adduktoren. Ja? Machen das Ganze seitlich. Könnt ihr euch jetzt mit beiden Händen festhalten. Meinen Fuß stelle ich schon leicht ausgedreht hin, damit ich es leichter habe. Ja? Ich will jetzt hier seitlich hochgehen. Ich sollte einen Zug auf der Innenseite der Oberschenkel spüren. Ein Zug, eine Dehnung, kein Schmerz. Ja? Ihr könnt es euch mit dem Oberkörper leicht zur Seite neigen, wenn ihr das Bein hier hochbringt. Ja? Ihr müsst nicht wie beim Ballett möglichst gerade bleiben. Ja? Ihr dürft es ruhig ein bisschen ausweichen. Gut, fangen wir an. Wieder langsam anfangen, Höhe steigern, wenn es für euch passt. 10 Wiederholungen links. Und ich habe wieder nicht gezählt.
Und wir machen auch noch 10 Wiederholungen rechts. Fuß ausgedreht hinstellen, Oberkörper darf leicht zur Seite ausweichen. Dehnung auf der Innenseite der Oberschenkel, Dehnung, keinen Schmerz. Gut, ich denke, wir haben 10 Wiederholungen. Ja. Jetzt machen wir noch eine Übung zum Dehnen, ja, die könnt ihr machen. So, wie gesagt, ihr seid die Experten für euren Körper. Ja. Ich gebe euch jetzt Zeit, selbst noch ein bisschen zu dehnen oder meine Dehnung mitzumachen. Ja. Schaut, was ihr selber braucht. Ich lege mich jetzt auf den Rücken, ein Bein ist aufgestellt, anderes Bein überschlägt. Ja. Ich greife mir meinen Oberschenkel, andere Hand kommt auf die Innenseite des Knies. Ja. Ich kann das rechte Bein ein bisschen zu mir ziehen, hier ein bisschen nach außen drücken und sollte jetzt an der Seite eine Dehnung spüren. Ja. Genau. Wieder beim Ausatmen etwas tiefer in die Dehnung gehen, Fuß zu mir ziehen, Knie leicht nach außen drücken, beim Einatmen lösen. Gut, ich wechsle die Seite. Gehe beim Ausatmen wieder tiefer in die Dehnung, beim Einatmen leicht lösen. Wenn ihr euren Körper schon kennt, wisst ihr, braucht was anderes, ihr seid irgendwo besonders verspannt, braucht noch eine andere Dehnung, macht's die in der Zeit. So. Gut. Sehr schön. Wir kommen zur Technik für heute. Ja? Das Erste, was wir machen, ist eine kurze Wiederholung vom letzten Mal. Ich werde jetzt nicht alles nochmal erklären. Wir wiederholen es einfach nur. Schaut euch das Video davor an, falls ihr euch nicht mehr erinnert. Wir beginnen mit dem Two-Step. Ja? Steigen nach vorne, zurück, nach links, nach rechts. Nach vorne, zurück, nach links, nach rechts. Ja? Wenn ihr das schon öfter gemacht habt, ja, achtet darauf, dass die Bewegung korrekt ist. Ja? Häufige Fehlerquellen, was ich häufig sehe, ist mit der Ferse aufsetzen statt mit dem Ballen. Ja, wir sind leichtfüßig unterwegs, wir gehen nicht spazieren. Ja. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr schon fortgeschritten seid, versucht euren Kopf ein bisschen aus der Mittellinie zu bewegen, wenn ihr euch bewegt. Ja. Habt ihr nicht als großes Ziel in der Mitte. Nehmt ein bisschen Head Movement mit dazu. Nehmt Blocks mit dazu. Ja. Gut, damit sind wir schon fertig. Wir kombinieren wieder gleich mit Vorderer, Hintergerade, haben wir letztes Mal schon gemacht. Denken wieder daran, wenn ich die hintere schlage, dreht meine Hüfte, beschleunigt den Arm, daher kommt die Kraft. Wechseln die Auslage. Gehen nach vorne, zurück, nach rechts, nach links. Nach vorne, zurück, nach rechts, nach links. Haben wir schon gemacht, letztes Mal macht's das in eurem Tempo. Nehmen die Fäuste dazu. Vordere, hintere. Nach vor, zurück, nach rechts, nach links. In eurem Tempo. Gut, mit der Wiederholung sind wir durch bei den Fäusten. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir schauen uns jetzt den Haken an. Ja? Was ist wichtig beim Haken? Was wir schon bei der vorderen und hinteren Geraden gesehen haben, ja, es findet eine leichte Gewichtsverlagerung statt. Schlage ich die vordere, geht mein Gewicht etwas mehr aufs hintere Bein. Schlage ich die hintere, kommt mein Gewicht ein bisschen mehr aufs vordere Bein. Sonst ist das hintere nicht leicht, kann ich hier nicht drehen mit der Hüfte. Beim Haken ist es nichts anderes. Auch hier brauche ich die Gewichtsverlagerung. Ja? Könnt ihr das einfach mitmachen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen albern aussieht. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja? Fangt an, eure hintere Ferse mitzudrehen. Nach vorne und nach hinten das Gewicht verlagern. Wenn mein Gewicht nach vorne kommt, dreht hier die Hüfte mit. Ganz genau. Das ist schon eine wichtige Bewegung. Jetzt hänge ich einfach nur die Hände mit dran. Ja? Beim Haken habe ich hier einen Winkel von, naja, 90 Grad oder ein bisschen mehr. Ja? Treffe mit der Faust. Was wichtig ist, ich will keinen Kneipenschwinger machen, nicht weit ausholen. Kann man auch,
Ist jetzt aber heute nicht unser Thema. Ja? Das heißt, ich arbeite aus meiner Deckung heraus, schlage aus der Deckung, ohne hier auszuholen, ja? Meinen Haken. Hat keine Kraft, sagt ihr? Stimmt, wenn ich das nur mit dem Arm mache, nicht. Ja? Deswegen auch beim vorderen Haken dreht meine Hüfte. Ja? Meine Hüfte beschleunigt meinen Körper und mein Körper überträgt die Hand, die Kraft auf die Faust. Ja? Nur hier habe ich keine Kraft, ist richtig, wenn ich nicht aushole. Wenn ich die Hüfte mit reindrehe, kriege ich Kraft dazu. Ja? Die Bewegung mit dem Fuß ist so ein bisschen, ich weiß, wir rauchen alle nicht, wir sind vernünftig, als würden wir eine Zigarette ausdrücken. Ja? Gewicht kommt aufs hintere Bein, vorderes Bein wird leicht, Hüfte dreht, beschleunigt meinen Arm, ich treffe. Von der Seite. Ja? Das gleiche machen wir mit dem hinteren Haken. Ja? Auch hier aus der Deckung heraus, nichts ausholen, von hier arbeiten. Ja? Wie kriege ich Kraft in die Bewegung? Dadurch, dass meine Hüfte dreht. Hüfte dreht, Körper überträgt die Kraft auf den Arm, hier treffe ich. Von der Seite, Hüfte dreht, Gewicht muss leicht nach vorne kommen, damit man Fuß drehen kann. Ich schlage aus der Deckung heraus den Haken und, was oft vergessen wird, ziehe den Arm auch wieder zur Deckung zurück. Ja? Schön. Und dann sehe ich oft das hier oder das hier. Ja? Es geht irgendwie weiter. Die Bewegung ist immer erst dann zu Ende, die Übung, die Technik, wenn ihr wieder in Kampfstellung steht, eure Deckung oben habt und in einer für euch sicheren Distanz zum Gegner, Partner oder wie auch immer steht. Ja? Das heißt, wir schlagen noch ein paar Mal den vorderen Haken. Wir schlagen noch ein paar Mal den hinteren Haken. Kennen die Bewegung, wechseln die Auslage. Ja? Vorderer Haken auf der anderen Seite. Gewicht geht leicht zurück. Hüfte dreht, Arm schlägt. Komm wieder zur Deckung zurück. Ja? Hinterer Haken. Gewicht geht leicht nach vorne. Hüfte dreht, Arm schlägt. Gut, wir haben eine neue Technik gelernt bei den Händen. Ja? Jetzt werden wir das Ganze kombinieren. Wir haben letztes Mal schon gemacht. Vordere, hintere, gerade mit Two-Step. Ja? Wir hängen jetzt für unsere erste Kombination einen vorderen Haken dran. Das heißt, vordere gerade, hintere gerade, vorderer Haken. Ja? Das kennen wir schon vom letzten Mal. Vorderes Bein, vordere gerade, hinteres Bein, hintere gerade. Jetzt muss ich keinen Schritt mehr machen, nur noch mein Gewicht richtig verlagern und ich schlage den vorderen Haken. Ja? Vorne, hinten, Haken. Jetzt können wir das natürlich auch in der Seitwärtsbewegung machen und in der Rückwärtsbewegung. Vorne, hinten, Haken. Vorne, hinten, Haken. Vorne, hinten, Haken. Probiert das einfach für euch aus, in eurem Tempo. Wenn es nur nach vorne geht, ist das vollkommen in Ordnung. Ja? Ihr müsst es jetzt noch nicht in alle Richtungen können. Einfach ausprobieren. Wir wechseln, nehmen auch wieder die andere Seite dazu. Es ist wie beim ersten Mal auch schon. Das kennen wir, vorderes Bein, vorderes Faust, hinteres Bein, hintere Faust. Und wir schließen noch den vorderen Haken an. Ja? Ich steige nach vor, ich steige nach vor. Ich verlagere mein Gewicht zurück. Ich steige nach vor, ich steige nach vor, ich verlagere mein Gewicht zurück. Ja? Und da sieht man schon, das läuft auf der Seite bei mir nicht ganz so rund, weil ich lieber links vorne stehe. Für mich auch ein bisschen Herausforderung. Und stopp. Das ist die erste Kombination, die wir heute brauchen werden. Ja, haben wir gelernt, werden wir noch wiederholen. Die zweite Kombination, da bauen wir dann gleich den hinteren Haken mit ein. Jetzt hatten wir den vorderen Haken, jetzt kommt der hintere Haken dazu. Der Anfang ist genau gleich. Ich steige nach vorne, ich steige nach vorne, ich steige nochmal nach vorne und der hintere Haken kommt. Ich habe also vordere gerade, hintere gerade, vordere gerade, hinterer Haken. Vier Techniken, lange Kombination. Vorne, hinten, vorne, Haken. Vorne, hinten, vorne, Haken. Vorne, hinten, vorne, Haken.
Vorne, hinten, vorne, Haken. Vorne, hinten, vorne, Haken. Vorne, hinten, vorne, Haken. Ja? Jetzt kann ich bei jedem Schritt mitsteigen. Hüfte dreht trotzdem immer. Wenn es noch nicht in alle Richtungen klappt, kein Problem. Ihr habt gleich noch das Schattenboxen zum Üben. Das war jetzt einfach nur mal, dass ihr es kennt. Ja? Wiederholen wir noch, üben wir noch heute. Gut, Fäuste sind wir durch. Wir kommen zu den Füßen. Ja? Vom letzten Mal erinnern wir uns an den Vorwärtskick. Wir haben angefangen mit dieser Bewegung vom Mobilisieren. Ja? Haben es erweitert um die Drehung im Standbein. Ferse kommt leicht nach vorne. Haben es erweitert um die Hüftbewegung. Hüfte schiebt leicht nach vorne. Und Kick bleibt dran. Und ich setze wieder ab. Wir erinnern uns an den Vorwärtskick. Genau. Wechseln die Auslage, stehen rechts vor, linkes Bein ist hinten. Ja. Erstes ist wieder die Bewegung vom Aufwärmen, vom Mobilisieren. Ja. Schließen die Fersendrehung mit an. Schieben die Hüfte mit vor. Das war unser Aufwärtskick. Ja. Jetzt habe ich euch vorhin gesagt, was ich möchte, woran ihr euch erinnert, ist diese Fußhaltung vom Fersenheben. Ja. Ganz einfach, weil wir aus dem Vorwärtskick heute einen Aufwärtskick vom letzten Mal jetzt einen Vorwärtskick machen werden. Ja? Hier von unten in die Genitalien rein, zum Beispiel. Ja? Jetzt ist meine Fußhaltung wie beim Fersenstand. Ich treffe mit dem Ballen. Ja? Auf Blasenhöhe, auf Bauchhöhe, ja? Wo immer ihr treffen wollt. Mit dem Ballen. Der Rest ist so ähnlich wie beim Aufwärtskick. Ja? Knie streckt, beugt, streckt. Streckt, beugt, setzt ab. Streckt, beugt, setzt ab. Ferse dreht. Hüfte schiebt vor. Ja? Einziges was anderes ist, ist meine Fußhaltung. Jetzt ist mein Fuß gestreckt und nur meine Zehen sind angezogen. Und wir wechseln die Auslage, machen das Ganze mit rechts vorne. Hinteres Bein kickt. Ja? Alle Punkte, die wir auch beim Aufwärtskick haben, gelten auch für den Vorwärtskick. Ja? Bein beugt, streckt, beugt. Beugt, streckt, setzt ab. Beugt, streckt, setzt ab. Ja? Standbein, Ferse dreht. Hüfte schiebt vor. Nur die Fußhaltung ist anders. Ja? Gut, wir haben einen neuen Kick gelernt heute, wir haben neue Fausttechniken gelernt. Wir werden das Ganze jetzt anwenden und zusammensetzen. Und zwar wieder mit der Kombination aus Schattenboxen und Springschnurspringen. Habt ihr keine Springschnur, wie beim letzten Mal? Skipping geht auch ohne Springschnur am Stand. Könnt ihr auch variieren, könnt Kicks daraus machen, ja, wie ihr wollt. Wenn Springen euren Knien nicht gut tut, ja, auch dieses Mal, gleiche Aufgabe wie beim letzten Mal, ihr macht eine zweite Runde Schattenboxen, aber mit anderem Fokus. Ja? Während ihr bei der ersten Runde mit uns zusammen an den Techniken arbeitet, ja? Auf den Ballen unterwegs sind, ja? Da will ich wirklich viel Stepping sehen, viel Stepping. Techniken sind mir nicht so wichtig, ihr seid leicht auf den Füßen, es wird sich viel bewegt, es wird nicht stehen geblieben, ja? Es wird nicht spazieren gegangen auf den Fersen oder sowas. Ja? Das ist die Alternative. Gut, macht euch bereit. Erste Runde Schattenboxen, Kombinationen natürlich, die wir gemacht haben. Wir erinnern uns nochmal, wir hatten die Kombination 1, 2, 3, also vorne, hinten, vorderer Haken. Wir hatten die Kombination 1, 2, 1, 4, also vorne, hinten, vorne, hinterer Haken. Wir kennen außerdem den Aufwärtskick und wir kennen den Vorwärtskick, ja? Die Techniken könnt ihr jetzt alle anwenden. Könnt die Höhen variieren, bewegt euren Kopf dazu, alles, was wir beim letzten Mal auch schon gemacht haben. Gut, macht's euch bereit und es geht schon los. Ich
wechselst zwischendurch die Auslage. Auch wenn das nicht ganz so bequem ist, versucht euch in alle Richtungen zu bewegen, nicht nur nach vorne. Stellt euch vor, der Gegner macht Druck, ihr müsst auch mal zurückgehen. Achtet auf die Fußhaltung beim Vorwärtskick. Baut doch mal einen Aufwärtskick wieder ein. Kombination, nochmal zur Erinnerung. Vorne, hinten, Haken ist die erste Kombination. Zieht eure Fäuste zur Deckung zurück. Vergesst nicht die Hüftdrehung beim Haken. Vergesst nicht die Hüftdrehung bei der hinteren Faust. Vergesst nicht das Head-Movement. Habt die Hände bei der Deckung. Ich weiß, es gibt immer wieder Boxer, Kickboxer, die Hände hier haben. Es kommt auf den Kampfstil drauf an, ja? Und auch darauf, wie schnell und gut ihr seid. Ja? Als Basic würde ich erstmal sagen, sind wir bescheiden. Lassen wir die Hände bei der Deckung. Gehen wir nicht davon aus, dass wir die Schnellsten sind, ja? Die Reaktionsschnellsten. Gut, Pause. Pause, um sich die Springschnur zu schnappen. Ja. Noch 3, 2, 1, go! Entweder mit Springschnur oder Skipping ohne Springschnur oder Schattenboxen mit viel Bewegung auf den Ballen, viel Stepping, in Bewegung bleiben. Wenn die Kombinationen geklappt haben jetzt gerade, gut, dann dürft ihr in der zweiten Runde, wenn ihr schon weiter seid, auch andere Techniken und Kombinationen üben, ja, die ihr schon kennt. Wenn die Kombinationen noch nicht so geklappt haben, ja, bleiben wir dabei. Ja. Wir schlagen wieder vordere gerade, hintere gerade, vordere Haken oder vordere gerade, hintere gerade, vordere gerade und hinteren Haken. Ja. Bleibt euch überlassen. Ich sehe euch jetzt nicht. Das heißt, ihr müsst jetzt ehrlich zu euch selbst sein. Hat es gut geklappt? Kann ich was anderes dazu nehmen? Hat es nicht so gut geklappt? Übe ich das weiter? Bin ich jetzt gerade so weit, dass ich sage, okay, die Techniken funktionieren. Für ein bisschen mehr bin ich bereit. Werden wir die Kombinationen jetzt erweitern. Das heißt, bei beiden Kombinationen kommt am Ende ein Vorwärtskick mit dem hinteren Bein dazu. Kombination A ist also vordere gerade, hintere gerade, vordere Haken, hinteres Bein, Vorwärtskick. Kombination B, vordere gerade, hintere gerade, vordere gerade, hinterer Haken, hinteres Bein, Vorwärtskick. Der neue Kick, den wir heute geübt haben. So, noch 10 Sekunden. Okay, und ich habe meinen Timer falsch gestellt. Macht nichts, geht schon weiter. Gut, also entweder wir bleiben bei dem, was wir schon hatten, in alle Richtungen. Zweite Kombination. Oder es ist uns ein bisschen leichter gefallen, wir hängen den Kick mit an. Ganz genau. Und auch an die zweite Kombination. Oder es ist uns ganz leicht gefallen, dann haben wir diese Kombination und alle anderen Techniken, die wir können und schlagen wollen. Seid wieder auf den Fußballen unterwegs. Schlagt die Techniken genau. Zieht die Hände zur Deckung zurück. Übt es nicht nur im Vorgehen, übt es auch im Zurückgehen.
Könnt die Kicks auch einzeln üben. Variieren. Höhe variieren. Kickt's mal zum Kopf, wenn ihr das könnt. Wechselt die Auslage zwischendurch. Macht es euch unbequem. Wir sind gleich fertig, haben es gleich geschafft. Gut, schnappen uns unsere Springschnur oder starten mit Skipping. Und go! Gut. Nach dieser Runde Skipping oder Springschnur springen sind wir fertig mit dieser Art von Runden. Ja? Das heißt, danach kommt was Neues, beziehungsweise eigentlich was Altes. Eine Wiederholung vom letzten Mal. Ja? Da kommt unser Zirkel. Was wir dieses Mal machen werden, wir werden die Zeiten und Belastungen ein bisschen verändern. Ja? Ich sage euch trotzdem noch die Zeiten vom letzten Mal. Und wer bei der ersten Stunde das Gefühl hatte, er war am Limit, bleibt bei diesen Zeiten. Wer beim Zirkel das Gefühl hatte, er oder sie war unterfordert, ja, für den verlängern wir die Belastung und verkürzen wir die Pause. Ja, ganz klar. Eine Minute habt ihr noch. In Bewegung bleiben. So. Noch 30 Sekunden durchhalten. Mir reicht es jetzt auch schon. Ich mache jetzt mit euch Skipping. So. Ein paar Kicks. So. Und stopp. So. Ich stelle ganz kurz meinen Timer neu. In der Zeit könnt ihr was trinken. Ja. Gut. Passt. Was machen wir? Kurze Erinnerung ans letzte Mal. Ja? Wir haben den Mountain Climber. Ja? Erkläre ich nicht, haben wir schon beim ersten Mal gemacht. Schaut euch das erste Video an und ihr kennt es eh. Wir haben den Boxerlauf. Da kurze Erinnerung. Rechtes Bein kommt hoch, linke Faust schlägt, linkes Bein kommt hoch, rechte Faust schlägt. Wir werden immer schneller, bis das flüssig wird. Ja? Mountain Climber, Boxerlauf, Burpee, hochspringen, hinlegen, wieder aufstehen und so weiter. Und als letztes den Kniehebelauf. Ja? Knie auf Hüfthöhe anziehen. Letztes Mal haben wir gemacht 10 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Für wen das anstrengend war, der bleibt dabei. Ja? Wer das Gefühl hat, ging so, ja, ich könnte noch mehr. Für den steigern wir jetzt die Belastung, verkürzen die Pause. Wir haben 15 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause. Ich werde für beides die Zeiten ansagen. Ihr wählt, ob ihr früher anfangt, Pause zu machen. Ja? So, ich muss noch kurz was trinken vorher. Dann geht's schon los. Gut, macht's euch bereit. Wir starten mit Mountain Climber. In Position noch 3, 2, 1, go! Die ersten 10 haben wir schon.
10 sind vorbei. Ihr könnt Pause machen, wenn ihr wollt, oder noch mitmachen. Und stopp, jetzt habt ihr Pause. Bereit machen für die Burpees. Ja? Auch da sage ich wieder nach 10 Sekunden Bescheid. Oder ihr macht es noch die letzten 5 auch mit mir. Ja? Bereit machen und go! Gut, ihr seid fertig, wenn ihr fertig sein wollt. Oder ihr haltet noch durch. Und Pause. Gut. Als nächstes kommt der Boxerlauf. 5 Sekunden haben wir noch. Bereit machen. Und go. So schnell ihr könnt. Fäuste fliegen. 10 Sekunden haben wir. Und Pause. Gut. Wie gesagt, ihr könnt immer noch den ersten 10 Sekunden stoppen und länger Pause machen. Macht euch bereit für den Kniehebelauf. 2, 1, go! Die ersten 10 Sekunden haben wir. Und stopp. Gut gemacht. Okay. So. Für mich war es anstrengend. Für mich war auch schon die 10 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause anstrengend. Aber ich weiß, manche von euch sind Fitnessfreaks und noch viel fitter als ich. Gut. Letzte Übung, die wir für heute machen. Ja. Letztes Mal hatten wir den Plank-Marathon. Heute machen wir eine andere Übung. Ja. Eine Übung, die auch bei der Shinergy Blue Belt Challenge vorkommt. Ja? Und zwar den tiefen Horse Stance. Ja? Ich stehe doppelte Hüftbreite, ja? Gehe in die Knie. Meine Zehen können leicht nach außen zeigen oder auch etwas mehr, wie es für euch bequem ist. Ja? Manche sind fast parallel hier, andere haben die Zehen ein bisschen mehr ausgedreht, wie es für euren Körper gut passt. Ja? Ich habe früher Ballett gemacht, für mich ist es so recht bequem. Ja? Für andere mag es so angenehmer sein. Was immer wichtig ist, meine Knie zeigen in Richtung meiner Fußspitzen. Ja? Also nicht die Füße nach außen und die Knie nach innen. Ja? Gehe runter, bis ich hier einen 90-Grad-Winkel habe. Ja? Also ich sollte wirklich tief sein. Hände könnt ihr vorne ausstrecken, Seite ausstrecken, zusammen, ist mir völlig egal. Das Einzige, was ich nicht sehen will, ist, dass die sich hier abstützen. Ja, ich habe schon interessante Varianten dafür in meiner Stunde gesehen, ja, wie man den Horse Stance ewig halten kann, ja, indem man sich die Arme zu Hilfe nimmt. Das machen wir heute nicht. Okay, geht's in Position. Ja. 2, 1, go. Ja. So. Das wird für mich auch anstrengend, ja, das weiß ich schon, ich habe das schon getestet, ich hasse das. Ja. Das heißt, haltet es mit mir durch, vielleicht seid ihr sogar besser als ich, das kann leicht sein. Ja. Die ersten 15 Sekunden haben wir geschafft. Puh, 45 müssen wir noch, das ist die schlechte Nachricht, ja. Besonders für mich. Denkt dran, das ist die letzte Übung für heute, für mich definitiv auch, ja. Danach wird nichts mehr gemacht. 30 Sekunden haben wir schon. 30 Sekunden müssen wir noch durchhalten. Das sage ich jetzt vor allem zu mir selbst. Ich hasse diese Übung. Ja. Noch 15, die letzten 15 Sekunden. Jetzt lohnt sich Aufgeben nicht mehr. Ja. Jetzt lohnt sich Aufgeben wirklich nicht. Noch 8 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, und wir sind fertig. Okay, Leute, das war das Training für heute. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal.